So, willkommen zurück zu einer weiteren Episode Davids Minecraft Journey, ihr Ladies und ihr Gentlemen. Mittlerweile Episode 70. Woo! Nicht schlecht, oder? Ja, eigentlich noch viel zu langsam, wir müssten viel weiter sein, aber das wird in den nächsten Wochen alles kommen. Und ja, ich habe mich hier in den letzten Tagen ein bisschen aufgehalten. Nicht nur hier, sondern auch da vorne und... Oh Gott, sind Tiere laut, ich vergesse das immer. Hab hier mal kurzzeitig eine Tür eingebaut, denn im aktuellen Download sollte das wahrscheinlich so ähnlich aussehen wie hier. Als ich hier letztens reingelaufen bin, letztens, damit meine ich gestern, fehlte hier ein Kart, da ein Kart, da stand eine Kuh, aber kein Kart, hier stand ein Kart, aber keine Kuh. Und ich hatte das Ding halt schon 2 Monate nicht mehr benutzt und ich denke, das waren irgendwelche Mobs, die hier Blödsinn gebaut haben, weil das dunkel hier drin war und Mobs spawnen konnten. Aber das Ding funktioniert noch einwandfrei, bis auf eine Kleinigkeit. Und die hat nichts mit der Funktionalität der Maschine zu tun, sondern wieder mit Minecraft an sich. Und zwar werden Entities wie Kühe oder so gerne mal für 1, 2, 3 Sekunden ausgeblendet, wenn sie in einem Card sind. Das heißt, es passiert mir regelmäßig, wenn ich hier rechtsklick mit dem Weed mache, dass plötzlich die Kuh ausgeblendet ist, ich rechtsklick mache und selbst im Card da unten sitze. Das ist natürlich nicht so schön, aber ansonsten funktioniert es noch einwandfrei. Und gerade eben ist es mir wieder passiert, weswegen es da durcheinander ist. Aber wie ihr seht, alles noch tutti. Und da oben auch. Mittlerweile habe ich da auch schon so um die 50 Hühner drin. Das Ding werden wir auch gleich zum ersten Mal starten. Und 1 Milliarde Eier dadurch auch. Und ja, heute werden wir uns um 2 Sachen kümmern. Einmal, sogar 3 im Prinzip. Plus ein Talk fällt mir gerade ein. Einmal werden wir ein Item-Disposal machen. Komm mal her. Ich war hier übrigens ein bisschen am Terraform und Löcher stopfen. Einmal ein Item-Disposal, weil es mir auf den Keks geht, dass ich andauernd für Sachen wie Dirt, den ich nur noch wegwerfe, weil ich so viele Milliarden Kisten dafür voll habe, andauernd sie irgendwo in eine Ecke werfen muss und dann 5 Minuten rumfentern und ich doch wieder dran vorbeikomme und sie einsammle. Besonders im Lagerraum. Aber bevor wir darauf eingehen, erstmal, was hat sich geändert seit der letzten Episode? Guckt es euch an. Die Truhe im Item-Frame. Ich weiß nicht, warum es nicht ging, als ich damals im 1.4-Release-Video es versucht hatte und es einfach nur die Truhe dahin setzte. Also als Block, nicht als Entity in diesen Rahmen. Und zusätzlich hattet ihr auch darum gebeten, dass die Teile von innen nach außen kommen, da das so wohl angenehmer aussieht. Und da bin ich eurer Meinung. Und habe das jetzt auch ein bisschen durchvariiert. Hier zum Beispiel von Olli die Idee, dass hier vorne für die Spinnenfarm, zu der es hier noch geht, ein Cobweb ist. Auf die andere Seite dann halt die Truhe dafür. Und auch so Leute wie Mapser haben gute Ideen eingesendet, um zu sagen, wie zum Beispiel hier bei Sugarcane, kannst du doch einmal Sugar und einmal die Sugarcane selbst machen, damit es nicht immer nur das Gleiche hast. Und die Idee fand ich gut und habe es auch direkt umgesetzt. Aber... noch eine kleine Änderung. Ich habe eure Botschaft eindeutig verstanden und hier liegt jetzt kein Cobblestone mehr. Ihr dürft aufhören, mir Briefbomben zu schicken. Gut. Ging ja relativ schnell. Und ja, fangen wir direkt mit dem Item Disposal an. Sogar noch einfach im aktiven Take, damit wir da durchgehen können. Und die Eier, die hier wahrscheinlich wieder zu Massen liegen. Ich aktiviere das Ding auch mal. Mit so vielen Hühnchen habe ich das noch nie gemacht. Und leg die Eier weg. Du, 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 du. Du, du, du und du. Gucken wir mal, wie lange das dauert. Ich hatte mir erst überlegt, den Item Disposal hier hinzupacken, habe mich dann aber umentschieden und möchte es lieber hier hinter haben. Und zwar ein paar Blöcke tiefer unten im Boden. Wir müssen nur vorsichtig sein, da hier vorne ja auch noch der Steinlagerplatz drunter ist. So, wo bleibt ihr denn? Immer so ein langer Weg für diese Hühnchen. Und ja, natürlich müssen wir auch gucken, dass nicht zu viel Holz da ist. Und ich will natürlich auch noch einen Schutz haben, dass ich nicht selbst aus Versehen mal reinfalle. Also mein Plan ist, dass hier einfach 2 Pistons sich zurückziehen. Hier unten so ein Lavabecken ist mit einem Schutzteil drüber. Am besten halt Iron Bars oder so. Dass man, wenn man mal es zu eilig hat, nicht direkt den hier macht und dann in der Lava liegt und panisch versucht rauszukommen. Ah, da ist unser ganzer Kram. 24 Stück, nice. Gut, vielleicht habe ich gerade eben, als ich F3 gedrückt habe, vielleicht doch nicht die... Oh.
Ach, so ein Blödsinn. Vielleicht doch nicht die gesamte Anzahl an Hühnern da getitelt, sondern auch die Refill-Hühner. Gut, nee, das sammle ich jetzt nicht ein. So, und bevor es jetzt weitergeht, cutte ich einmal kurz, damit ich alle Materialien und so weiter herbekomme, weil das ist ja jetzt hier nicht so viel. Und dann machen wir das Ding fertig. Und dann als nächsten Schritt hier nach gehen wir ins Nether und machen mal was Hübsches, Optisches schon mal um den Gehbereich der Nether Farm. Also bis gleich. So, ich bin zurück. Hab alles zusammengesucht, hab sogar noch Lava gefunden unten bei mir im Keller. Mittlerweile wird das relativ eng, Lava zu finden. Denn so viel gibt's nicht mehr. Was hatte ich denn an der Stelle? Ja, Smooth. Und ja, das Ding sollten wir ja schnell durchhaben. Ist jetzt nicht der größte Aufwand an Elektrik, den ich hier betrieben habe. Tada, so sind wir schon mal zu. Also so wäre die Sicht, wenn hier noch Holz wäre, geschlossen, dass man gar nichts sieht. Und hier werde ich einen Button hinsetzen, und zwar so ein, weil der einfach besser ins Bild passt als so einer. Und ich denke, ich werde die beiden dann halt auch gegen Wooden Buttons austauschen. Denn so wird das dann angenehmer. Das einzige Problem, was wir jetzt vielleicht bekommen, ist halt, wie bekommen wir dieses Signal nach da hinten, ohne dass wir es hier sichtbar haben. Also ohne dass hier der Strom lang führt. Und ich denke, nehmen wir mal nochmal kurz das Ding hier weg. Das geht am besten. Ne, hier muss auch was vor. Hier kann ich auch nicht dran. How do we do that? Ah, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Da lang, da lang, da lang, da lang. Sollte. Ach, hier muss ich auch noch Platz machen, natürlich. So. Das heißt, dadurch sehen wir da vorne nichts mehr. Machen wir mal hier unten zu. Und von hier drinne kommt Shenstone. Shenstone. Heute sprechen wieder nicht so mein Ding irgendwie, wie ihr merkt. Aber das macht ja gar nichts. Das war aber knapp bemessen hier. Na, das war eigentlich unnötig, da man die Stelle nicht sieht. Aber Gründlichkeit geht vor, richtig? Richtig. So, perfekt. Ne, mit der Lava warte ich noch, solange das ganze Holz hier exposed ist, und mache lieber erstmal die Verkabelung. Damit sollten wir ja gleich schon durch sein. So, und jetzt fangen wir mal direkt an, die Leiste richtig zu belegen. Damit wir nicht wieder 15 Mal. Das war schon, oder? Damit wir nicht wieder 15 Mal den Kram machen müssen. So. Ja, das müsste es ja schon quasi gewesen sein. Perfektissimo. Wunderschönes Gerät. Unglaublich kompliziert in der Verkabelung. Wo hänge ich hier fest? Nirgendwo. Ach, aber muss ja nicht immer alles kompliziert sein. Es geht ja nur darum, Sachen zu verbrennen. Und fast hätte ich mich verbrannt. So. Du gehst da rein. Du gehst darüber. Und du wärst der Test. Oh, nicht du, aber du. Rein theoretisch könnte ich hier noch einen dritten Pisten drunter machen, der dann die Items immer darunter schiebt. Aber wichtig ist ja nur, dass sie nicht in meinem Inventar landen und mir im Weg stehen. So. Du dahin und Nanu. Wieso geht das nicht? Bin ich bescheuert? Ah, ich habe die Torch abgemacht. Na, das ist natürlich schade. Ah, manchmal bin ich einfach zu verwirrt. So. Item Disposal done. Ich hatte erst darüber nachgedacht, ob ich da noch einen Pulslengsner reinmache, aber in der Regel habe ich immer nur ein Stack von irgendwas da, wie zum Beispiel so. Kann ich halt auch. Ne, klappt nicht. Huch, was war das denn? Ja, ich setze mal kurz wenigstens einen minimalen Pulslängsner dahin, damit wir schon ein bisschen Luft haben zum Zumachen. So, und fertig ist das Ding. So lange bleibt es jetzt offen. Das ist mehr als genug Zeit, mehr, mehr, mehr. Und ich könnte sogar noch viel weiter verlängern, wenn ich wollte. Ich habe einfach nur jetzt einen 4-Pisten-Extender hier hingepackt. Das ist also das direkte Kabel nach wie vor. Das geht hier hoch, splittet sich hier in zwei Teile. Einmal direkt zu der Torch rüber, dass sie sofort ausgeht, also dass sich das Ding sofort öffnet.
und dann halt in diesen 3-Tick-Delay-Repeater, 3 Ticks, weil der Button gibt mir schon eine gewisse Zeit an Öffnungszeit, die kann ich damit ein bisschen drücken. Und dann geht es halt nach dem alten bekannten Muster hier durch, führt hier hinten lang. Und einfach der Konformheit zuliebe, packen wir da vorne nochmal auch Sandstone hin. Und das war's bereits. Also ziemlich kleines Dingchen. Das war eigentlich heute auch gar nicht auf meiner Rechnung. Bloß als ich dann heute ein paar Sachen für die Episode vorbereitet bin, bin ich immer wieder in Items, die ich eingesammelt habe, gelaufen. Und das ging mir sehr auf den Keks. Und der nächste Schritt wird sein, ich packe mein Inventar zusammen und nehme schon mal einige dekorative Steine mit. Und wir sehen uns. Oh! Melon Farm ist ready. Und wir sehen uns dann im End wieder. Nether. So, machen wir mal hier Platz. Ich habe kurz schon mal ein bisschen Kabellage umgelegt, wer sich beim letzten Mal erinnert. Das ging ja einfach hier in der Torch und hier vorne in der Torch. Aber damit ich hier schon ein bisschen mehr Platz habe, um irgendwas zu designen, habe ich das nochmal ein bisschen nach hinten verlegt. Psst! Geh wieder nach Österreich! Und, Musik, Timelapse, beginne!
Weg zugebaut. Wo komme ich denn dann hier lang? Am besten. Ich hatte mir doch extra gerade noch einen Weg gebaut. Naja, fallen wir einfach hier runter. Nee, fallen wir besser mal nicht. Ja, so geht's auch. So sieht das Ding jetzt aus. Damit ist die eine Seite halt schon mal fertig. Flupp, da lag sogar noch irgendein Block. Und ja, funktionieren tut das Ganze so. Das hier ist nur, packen wir einfach mal ein Item rein, da die Dispenser da noch hängen. So, plupp. Das hier ist nur, um die Items wieder zurückzubekommen. Dieser Button. Und dieser Button ist der Cruncher jetzt. Funktioniert beides 100%. So habe ich das Outfit halt hier gemacht. Ich hoffe, es gefällt. Ich denke mal schon. In der Zukunft plane ich dann auf die andere Seite, hier vorne, einen zweiten Weg, der andersrum führt, weil man hier unten nicht stehen kann und gleichzeitig oben die Mobs empfängt, also den Spawner aktiviert. Und dieses Problem kann man easy peasy umgehen, indem man sich einfach höher positioniert, logischerweise. Hier war nämlich mein Weg. Ich wusste, dass er hier irgendwo war. Da führt denn der lang? Damit ihr was seht, auch mal ein bisschen Licht. Und... oh nein, schieß mir nicht den Kram kaputt. Und ja, das wird dann sich ungefähr... wie kommen wir denn eigentlich jetzt zum alten Spot hin? Ah, ich weiß wie. Das wird sich ungefähr da befinden, das zeige ich euch jetzt gleich. Ja, hier war's. Und momentan ist diese Stelle noch hier. Ich habe es einfach mal nur hier markiert. Hier wird dann der andere Weg drumherum führen. Und das wird natürlich dann auch noch schick gemacht und nicht mehr sichtbar. Aber ich denke, das kriegen wir in der kompletten Folge nicht mehr untergebracht. Denn ich habe jetzt noch, wenn das für euch okay ist, ein, zwei Sätze zu erzählen. Keine Angst, nichts Negatives, bevor irgendjemand nervös wird. Und zwar habe ich letztens von, na, wie heißt er noch gleich? 730 Pero, glaube ich, war sein YouTube-Name, einen Kommentar bekommen zu Tidy Up darunter. Nicht wirklich was mit Tidy Up zu tun, sondern generell. Und zwar zu dem Punkt, dass ich halt immer sage, ich denke, jetzt habe ich es mit dem Content geschafft und ich werde es regelmäßig hinkriegen. Und dann trotzdem nur ein, vielleicht zwei Folgen die Woche kommen für eine längere Zeit. Das hat den Hauptgrund immer, je nachdem, wie was für einen Terminplan wir hier bei uns haben. Und in den letzten Wochen war es besonders schlimm, da ich ja erst zwei Wochen krank war, also richtig krank, eigentlich noch ein bisschen länger. Aber länger konnte ich mir nicht erlauben, da wir direkt im Anschluss die Acer StarCraft Challenge in Berlin hatten für 5 Tage, weil wir ja noch einen Tag früher kamen und einen Tag später abgehauen sind wegen Abbauen. Und jetzt direkt schon wieder die Home Story Cup Qualifier vor der Tür stehen. Dann drehe ich an solchen extrem geladenen Tagen keine Episoden. Das habe ich vor dem Home Story Cup 5 versucht, wer sich daran erinnert. Denn... aber das hat daran resultiert, dass ich total unkonzentriert wirkte, Zusammenhänge verloren habe, Geräte nicht fertig bekommen habe, weil man dann gerne beim Arbeiten hier, ich sitze hier auf der Arbeit, so viele Privilegien habe ich dann doch noch beim Arbeiten Minecraft zu spielen, weil man dann beim Arbeiten einfach gerne unterbrochen wird durch anderen Kram auch und dann wie jetzt gerade erstmal eine Stunde oder anderthalb andere Sachen macht und dann nicht mehr den Zusammenhang im Kopf hat, was man vorher gesagt hat, woran war man dann reden, was war dein letzter Gedankenzug und dann werden die Episoden schnell einfach wirr und nur ein paar Clips hintereinander, wie jemand irgendwas baut. Und das mochte ich nicht. Oh, hallo. Geh mal kaputt. Das mochte ich halt nicht mehr, also damals schon gar nicht, deswegen hatte ich ja gesagt, ich lasse den Kram erstmal so bleiben, wenn es nicht geht, geht's nicht und wenn es funktioniert, funktioniert. Und so werde ich das halt auch weiterhin handhaben, bis kurz nach Weihnachten, wenn ich dann wieder in meiner geliebten Heimatstadt bin. Da werde ich da zwar noch nicht wohnen, aber ich habe Zugang zu Internet, PCs und allem. Ich habe hier den drin übrigens den Kram noch ein bisschen minimal umdesignt. Der Dispenser wird hier bleiben, der soll ja schließlich für Gift bleiben, auch wenn es gar nicht notwendig ist, zwangsweise. Und ja, da komme ich gerade nochmal schnell zu einem anderen Punkt, mit, während ich hier am Reden bin. Und zwar wurde ich letztens schon mal gefragt, ich weiß jetzt leider nicht mehr von wem, wurde mir gesagt, dass ich ja gar nicht die auf ein halbes Herzchen runterkloppen muss. Das Splash Potion macht ja auch mehr Schaden, das ist richtig. Aber was ich hätte auch erwähnen sollen, ist, dass ich die Teile auch gerne mal per Hand kaputt kloppen möchte, wenn ich mal keinen Pot oder so hier habe. Oder keine Ahnung wieso. Jedenfalls möchte ich mir die Option offen lassen. Aber nach dem Cruncher, da hat er recht, würde rein theoretisch einfach nur der Splash Potion hier die Splash Potion reichen. So, schnell wieder zurück. Und ja, ich habe auch relativ lange darauf geantwortet gehabt, auf 730 Peros
YouTube-Kommentar, aber leider ist die YouTube-Kommentarlänge begrenzt und ich mag es nicht in 6 Teilen zu schreiben, weil dann die Übersicht verloren geht. Deswegen habe ich mir die Zeit genommen, mal ein bisschen mehr und ausführlicher dazu zu werden. Und ja, ich hoffe, ihr versteht das soweit. Die Qualität, die ich ansonsten halt abliefern könnte, wäre in meinen Augen jedenfalls halt unterirdisch. Und das kann ich besser. Wer sich erinnert, die knappe Zeit vorm Home Story Cup, wie die Qualität kurzzeitig abgenommen hat für die Home Story Cup Periode, weil ich halt trotzdem versucht habe, dieselbe Frequenz bei meinem Episoden Release zu haben, wie sonst auch, was halt gar nicht funktioniert. Und ja, so, dann sind wir damit eigentlich durch und können kurz diese Zukunftsplanung hier machen, wie das dann nämlich weiterführt. Dieser Raum hier, der ist relativ groß, also wenn ich die ganzen Wände hier noch zwischenweg geschlagen habe und alles. Und was ich machen möchte, ist, dass dieser Skywalk, nee, Lava Walk, von dem ich mal erzählt habe, wenn ich da kurz nach Weihnachten mit anfange, dass er dann hier hinführt und von hier aus unser zweiter Nether Zwischenhub wird oder so, wenn wir in die Richtung mal irgendwas haben oder in die Richtung oder in die Richtung, dass wir dann hier hinkommen und von hier aus alles auswählen können. Deswegen liegt das an der Stelle. Aber jetzt erstmal zurück in die normale Welt, damit das Quieken hier aufhört. So, Tür zu. Nachdem das da bei den Kühen so ein, zwei Probleme gab, dachte ich, schaue ich lieber schnell nochmal nach, ob die Rainbow in a Bottle noch funktioniert. Oh, die neuen Geräusche. Zusammen mit dem Minecart, wie krass klingt das denn? Als ob irgendein Sturm aufzieht. Und Edward mit den Scherenhänden versucht einen davor zu warnen. Ja, funktioniert noch. Es funktioniert übrigens nicht mehr ganz so pralle, wie es ganz am Anfang funktioniert hat. Also vorher hat er, vor zwei, drei Patches oder so war das, da hat das Ding hier noch jeden Einzelnen beim Vorbeifahren abgeschnittelt, aber jetzt ab und an vergisst es gerne mal ein. Aber what the hell, was ist schon mal ein Einzelnes? Huh. Huh. Das hörte sich aber nicht gesund an. Unterbrechen wir das lieber mal. Und packen den Kram hier weg. So, da bin ich wieder da nach dem Random Clip. Und worauf ich schon auf zwei. Was? Wo bist du? Irgendwie hat das Teil, dass hier eine Fledermaus ist, wo auch immer sie ist. Na egal, mir wurde letztens erstmal wieder zu Ohren getragen, schon vor 2 Episoden, ich glaube sogar 3 fast. Aber daran habe ich seitdem fast gar nicht mehr gedacht oder gearbeitet, dass ich so umständlich gar nicht machen bräuchte. Aber wie gesagt, das ist ein Indie-Ding, also Indiana Jones-Teil. Und. Nee, da geht nicht. Doch, da geht. Nee, da geht nicht. Da geht nämlich auch nicht. Verdammt. Ah, können wir aber kurz demonstrieren, dass wir hier einen Dispenser oder so hinpacken. Wieso ist da überhaupt die Torch? Macht die ja dann der. Ach ja, die powert die Schienen hier. Dann könnten wir das doch vielleicht an die Stelle packen. Indem wir dann ganz einfach hier einen Button hinsetzen und einen Block vor. Können wir eigentlich mal kurz. Ich hoffe, ich mache keinen Redstone kaputt. Jo, testen. Ansonsten legen wir die Fackel da drunter und machen das Wasser hier weg. Dann würde ich nämlich zukünftig zwei Sachen machen. Das hier muss dann natürlich removed werden. Ich denke mal, ich werde das dann eins höher setzen oder so. Beziehungsweise letztendlich soll das mit einem Button ja auch nicht mehr funktionieren. Ich sagte ja, irgendwann möchte ich so einen Kram hier machen. Dann geht das Ding hier los. Das wird dann Methode B und Methode A wird dann wird dann das Teil. Denn ohne Witz, ich hatte echt keine Ahnung. Wo können wir es hinpacken, ohne Cross-Kabel Blödsinn zu machen? Ich glaube da. Ja. Ich hatte schon ganz vergessen, dass man diesen Kram machen kann. Wie ihr sehen könnt. Ey, wieso hat das trotzdem getriggert? Und jetzt habe ich ein Problem. Ah ne, hat geklappt. Alles easy. Nicht ins. Ha, hat geklappt. Super. Wie seid das trotzdem getriggert, frage ich mich nur gerade. Ah, wegen dem Ding hier drüber, klar. Klar. Ja, das wird dann halt der Zukunft, die Zukunft dafür sein. Ich werde das hier mal eben schnell wieder richten, so wie es richtig war. Komm her. Und ich werde mal kurz ein paar Gedanken darüber machen, wie ich das hier am besten umsetze. Eventuell werde ich das Teil nämlich dahin setzen. Aber wo packe ich dann den Button hin? Alles so verwirrend. Gucken wir mal kurz. So, ich habe mir das jetzt kurz angeguckt und ich denke, ich weiß, wie ich es machen will. Und wir probieren es einfach aus. Sehen ja dann, ob es klappt.
So, das Ding kommt da weg. Du darfst jetzt ruhig mal aus. Und zwar werden wir jetzt hier einen Block hinlegen. Es wird jetzt ein bisschen gefummel hier, wegen der Platzenge, aber das kriegen wir geregelt. Und dich brauche ich. So, da kommt der Button dran. Dahinter kommt die Torch. Darauf kommt ein Block und damit wir natürlich das Signal davon bekommen, ein Redstone Dust. Dann hätten wir das schon mal in die Richtung geklärt. Und jetzt durchbuddeln. So, hier, komm her, du. Dich pack mal da hin. Dich hier hin. Ja, ist immer noch die gleiche Strecke. Die Torch, auf die verzichten wir jetzt ruhig mal. Und machen den ganzen Kram wieder zu. Dann sollte das direkt funktionieren. Das Ding ist gerade leer, also kann hier nicht schief gehen. Das könnte ich eigentlich da lassen, mal kurz zum Test. Und einen zweiten Button habe ich hier. Tada! Oh, war doch nicht leer. Das Ding da oben funktioniert, aber noch. Und jetzt können wir hier drücken. Und ja, perfekt. Perfektissimo funktioniert. Das beruhigt mich. Da war ich erst ein bisschen besorgt, weil das alles so eng ist. Na, wieso kriege ich die Hitbox nicht getroffen? Na, das war nicht so schön. Und packen wir gleich noch eins rein. Na, was ist denn hier los? Da. Go, go. Und das dritte auch noch. Coolio. Oh. Da dreht der Italiener da drüben durch. Aber wen interessiert's? Wir haben es nämlich gerade eben rechtzeitig geschafft, bevor die Leute hier komplett ausflippen. Und ja, damit sind wir für heute mit der Episode durch. Ich werde gucken, dass ich morgen noch eine drehe. Da kann ich aber nicht sagen, wie lang die wird, weil, wie gesagt, Home Story Cup steht kurz bevor. Und bis die Quelle Fire angelaufen sind, haben wir da noch einiges zu tun. Aber ich denke mal, dass wir schon mindestens so ein 20-Minuten-Ding zusammenkriegen. Und auf mehr lege ich mich diese Woche mal nicht fest. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und würde sagen, wir sehen uns dann morgen. Hoffentlich. Wenn nicht, dann könnt ihr mir eine knallen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.